Ihr habt mir mal wieder Fragen rund um mich und um das Gaming-Setup-Thema gestellt. Und die beantworten wir heute doch mal. Heute mal ohne Cap. Die erste Frage ist folgende, und zwar: Kannst du Funktionen von dem Stream Deck zeigen und für was man das braucht? Natürlich für OBS, die Szenen-Switchen, Mikrofon, Muten, etc. Ich benutze mein Stream Deck ebenfalls für Spotify, um meine Elgato Keylight zu steuern, um durch einen Klick auf verschiedene Internetseiten zu kommen und noch so kleine unnötige Extras. Mit welcher App schneidest du deine Videos? Das ist ganz einfach, und zwar mit Premiere Pro von Adobe. Das kostet leider im Monat etwas, aber für mich lohnt es sich auf jeden Fall. Und zu guter Letzt Tipps für ein Laptop-Setup. Falls du am Setup deinen Laptop noch anschließen musst, würde ich dir einen Ständer dafür empfehlen. Sieht wirklich ultra cool aus und dein Setup wirkt organisierter. Falls du ihn als zweiten Monitor brauchst, ist eine Halterung bestimmt auch nicht schlecht. Für mehr solcher Videos wisst ihr, was zu tun ist.